Nach ihrem einzigartigen Soloalbum Apocrypha, dem ich hier bereits eine eigene Episode gewidmet habe, folgte Martha Sebastian 4 Jahre später mit einer Folge-LP mit dem Titel Kismet. Dieses Album klingt nun in keinster Weise wie der Vorgänger. Während Apocrypha von einem zurückhaltenden, hypnotischen Elektrosound geprägt war und geradezu programmatisch auf Minimalismus setzte, ist dies nun ein deutlich opulenteres World Music Album. Und ich mag den Ausdruck nicht sehr gerne, doch als das Klischee, das dieser Ausdruck voraussetzt, passt es hier eigentlich sehr gut. Als erstes fällt auf, dass der Sound in vielerlei Hinsicht konservativer ausfällt. Hier dominieren akustische Gitarren die Musik und die Wahl der Stücke entspricht auch stark dem Zeitgeist. Von bulgarischem Liedergut im 5/16-Takt über irische Volksmusik. Gesanglich ist dieses Album eine deutlich größere Herausforderung als sein Vorgänger, doch Martha Sebastian beweist, dass sie sich auch an bulgarische Gesangstechniken heranwagen kann. Eine Qualität dieser LP liegt in der kulturhistorischen Bandbreite. Es ist ein Beitrag gegen das Vergessen von alten Melodien, die heute nicht so angesagt sind, wie der nächste Gehirnmüll von Nicki Minaj, doch so viel über die menschliche Seele aussagen. Wie bereits bei dem vorangegangenen Album kommt das Booklet mit einführenden Texten und Übersetzungen von Lyrics ins Englische, aber auch ins Französische, obwohl ich zugeben muss, dass ich rein stilistisch bei diesem Album die klangliche Originalität des Vorgängers Apocrypha vermisst habe, muss ich zugestehen, dass die Musik auf Kismet anspruchsvoller ist und eine größere kulturhistorische Relevanz hat. Es ist offensichtlich auch besser dafür geeignet, ein größeres Publikum zu finden. Das hier ist also objektiv gesehen ein tolles Album mit wertvoller Musik, die mit Herz und Seele aufgenommen ist und alte Traditionen vermengt. Großartige Musiker auch, aber in seiner musikalischen Umsetzung lässt es manchmal jene originelle Handschrift vermissen, die Apocrypha so besessen hatte. Das ist natürlich Meckern auf sehr hohem Niveau. Doch der Reiz von Apocrypha lag wohl in dem begrenzten Budget. So war man gezwungen, auf Einschränkungen mit Kreativität zu reagieren. Denn nichts ist so gut für Originalität und kreativen Impuls. Das ist etwas, das nicht immer richtig verstanden wird. Wirklich gute Kunst entsteht nicht aus einer unbegrenzten Anzahl an Möglichkeiten, sondern aus dem Zwang, auf Einschränkungen reagieren zu müssen. Und genau deshalb finde ich dieses Album weniger gut als seinen Vorgänger. Ich gebe hier dennoch 4 Sterne, denn von dem Vergleich mit dem Vorgängeralbum abgesehen ist das hier ein reizvolles Album mit ehrlicher und großartig eingespielter Musik. Einfach mal antesten, es könnte dir gefallen. Das war Kismet von Martha Sebastian aus dem Jahr 1996.